Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, wie ihr seht, weiß ich, müsste euch irgendwie auffallen, dass mein Lebensbalken jetzt viel länger ist und Magiebalken auch etwas länger ist. Und zwar habe ich gelevelt an die, ja, 3 Stunden ungefähr. Wie ich gelevelt habe, zeige ich euch gleich. Und hier seht ihr, ich habe jetzt Vitalität auf 26 gemacht, Zauberei auf 24, damit ich den vierten Slot habe. Ach, ich habe noch für, ja, ich habe den vierten Slot noch gar nichts reingepackt. Ja, das waren also, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich vorher hatte. Jedenfalls brauchte ich dafür insgesamt 330.000 Seelen. Und das habe ich 3 Stunden, also nicht ganz, ich war vorher noch woanders. Hab übrigens hier bei, wo war das jetzt nochmal? Muss ich mal überlegen. Ja, wenn er hier hinreist. Genau. Und dann hier hoch, da ist doch hier vorne gleich gewesen, eine Gittertür. Die kann ich euch vielleicht noch zeigen. Wir reisen hier gleich nochmal wieder her. Ja, leider habe ich das nicht aufgenommen. Ich will euch nur jetzt mal erklären, was ich inzwischen so. Ich wollte eigentlich nur leveln, ne? Also ein bisschen Seelenfarmen und wollte gucken, so wo ich eben die meisten so rauskriege. So, hier oben müsste erstmal hier die alle beseitigen, und da schreit ja die da, meinte ich. So, die ist jetzt wieder da, ne? Ja, die ist jetzt wieder da, die Tür ist jetzt auf, weil ich ja schon hier war. Und zwar, wenn er viel weiter hinter hochgeht, da ist doch eine Einstelle, wo man runter gucken kann. Ach, da komme ich noch hin, muss auf der Seite hier sein. Und da ist so ein Geländer. Normalerweise denkt man ja, die Geländer kriegt man nicht weg, ne? Kommt er jetzt hierher? Ja, er kommt hierher. Okay. Oh, hast du davon? So. Ich will jetzt nur nicht, sonst müsste ich jetzt hier alle wieder neu platt machen, um euch das zu zeigen, wo das Geländer ist. Ist jedenfalls auf der Seite hier. So ein Geländer hier, ne? Und das braucht er bloß so weghauen, und dann könnt ihr da runter. Und dann kommt ihr zu der da, von oben, quasi. So, und bekommen habe ich, also da war ein Item drin, von ihr habe ich bekommen, einen Ring. Jetzt muss ich überlegen, was für ein Ring das überhaupt war. Lass mich mal kurz nachdenken. Es könnte sein, dass es der war hier. Regeneriert FP von kritischen. Ne, den hatten wir schon. Regeneriert TP ist doch derselbe. Verstärkt den Angriff, solange er andauert. Könnte auch der gewesen sein. Na, jedenfalls einen Ring habe ich von der gekriegt. Ring des bösen Auges? Nee. Moment, der hier vielleicht. Ne, den hatten wir auch schon. Hexenring, oder? Könnte auch der gewesen sein. Ja, jedenfalls kriegt er von der einen Ring und ein Item lag da noch, und zwar dieser Hexenbaumzweig. Der liegt da als Item am Baum da. Den könnt ihr dann auch noch einsammeln. So, dann habe ich, ach so, dann kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe hier noch dieses Auge hier bekommen. Dringt in die Welt von Rosias Mörder ein, genau. Dringt von die Welt von Rosias Mörder ein. Das können wir nämlich gleich mal machen, bevor ich dann dazu komme. Ne, wir gehen erstmal zurück. Ich zeige euch erstmal. Ne, das mache ich danach. Wir machen erstmal das. Also ich wollte eigentlich, ich bin zu ihr. Rosias, wo war sie noch mal? Hier unten, ne? Im Schlaf gemacht. Ich wollte eigentlich dahin, um eventuell mich umzuskillen. Und dann fand ich sie tot vor. Und dann lag da eben nur ein Item. Und das war dieser Apfel eben, ne?
Und ja, dann dachte ich, kann aber sein, dass wir jetzt da noch gar nicht rein können. Weil, so wie ich weiß, muss es ja angezeigt werden, dass ich den da benutzen kann. Müssen wir mal schauen. Also ich bin nur hierher gegangen, um mich hier eigentlich umzuskillen. Nee, zeigt er noch nicht an. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch erst einen Boss platt machen. Okay, dann hat sich das auch schon erledigt. Aber dann wisst ihr, dass ich hier auch schon mal nochmal gewesen bin. So. Und jetzt hier nochmal hin. Denn ich habe festgestellt, dass man hier an der Stelle ja in übelst, also in schnell, ganz schnell leveln kann. Und da war dann auch noch was, ne? Ich habe mich erinnert, dass ja hier unten sehr viele Spinnen gewesen sind. Und die waren ja leicht zu töten, ne? Ihr braucht hier. Also wenn man bequem leveln will, ohne dass man Angst haben muss, irgendwie laufend zu sterben oder so, dann geht man hier hin. So, dann bin ich hier hin. So, hab gewartet, bis eine kommt. Manchmal ist das nur mit dem Anvisieren wieder so eine Sache, ne? So, als nächstes die hier. Zwei Schläge immer. Und dann geht er hier rüber. Die lassen auch manchmal hier grüne Blüte fallen. So, die kotzt auch. Macht er wieder so. Dann geht er hier rüber. Nimmt die nächste. Die platt. Und immer 750 kriegt er von dir. So, die bleibt stehen so. Die könnte einfach mal so wegdonnern. Dann geht er hier rüber. Steht die nächste auf. So, nach der ist dann noch der Dreierpack hier hinten. Da macht er erstmal den einen hier. Wartet, bis eure Ausdauer voll ist. Und zwei Schläge und platt sind sie. So, und dann, wo ich das erste Mal gemacht habe, lag hier ein Item. So, wenn er mal genau guckt, wisst ihr, wer das ist? Ja, das ist unser Dieb, den wir, also unser Verkäufer, der eine, den wir losgeschickt haben zum Rauben. Also der wollte ja wieder Zeug klauen gehen. Ja, und er hat es bloß bis hier geschafft. Deswegen kam er nicht wieder. Ja, und das Item war natürlich seine Asche gewesen. Müsste eigentlich unter Items sein. Ja, hier. Ja, Asche von Greirat. Ermöglicht Erwerb. Ja, müssen wir dann auch noch die Dings geben. Der Schreindienerin. So, da sollten wir vielleicht als erstes hin, weil ich weiß es gar nicht, hatte ich noch. Ja doch. Und seht ihr, jetzt habe ich schon wieder 7000, über 7000, ne? Ja, dann rennt er hier einfach wieder zurück ans Feuer. Und das habe ich 3 Stunden gemacht und hatte 330.000 zusammen und konnte dann quasi einige Level machen. Mittlerweile kostet auch ein Level bei mir 40.000, wie ihr seht. Ja, 40.000. So, dann gehen wir mal kurz die Asche abgeben. Die habe ich nämlich extra aufgehoben. So. Gehen wir kurz zum Feuerwandschrein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch eine Schärpe hatte. Müssen wir mal schnell zum Schmied noch rennen. So. Gehen mal schnell zum Schmied hinter. Just what needs. So. Nee, hatten wir noch keine. Could Okay. he be careful? Aber Moment, I ich don't want wollte, that. wo ich gerade hier bin, Just what? ich wollte doch noch was machen. Und zwar wollte ich hier einen neuen Firma. Oder?
Ja, 9-4. Pretty, be careful. 9-4 müsste ausreichen. So, jetzt geben wir ihr die Asche. Ah. Hier, Asche. Gracious, passing fine ash thou hast given. Ja, das ist eine feine Asche. Awfully warm. Es ist noch warm, ja. Almost as if it had lived mere moments ago. Oh, forgive an old woman's idle prate. I'm sure an ashen one such as thee would never indulge such base contrivances. Ja, was hast du denn jetzt? Ich habe hier auch schon mal Asche gekauft von den, da hatte ich eben noch Seelen. Hat für ein Level nicht gereicht, so an die 18.000. Ich wollte damit aber nicht weiter losrennen. Kann ja die jetzt auch noch kaufen. Weil man weiß ja sonst nicht, was man hier sonst kaufen soll. So, kaufen wir hier nochmal zwei. Weil ich jetzt erstmal keine Seelen gebrauchen kann. So, was hat sie dann Neues? Ja, Seelen auf jeden Fall, ne? Weil ich hatte vorhin ja hier, die hat ja nur drei gehabt. Und jetzt kamen die beiden dazu. Ich denke mal von dem Verkäufer das ganze Zeug. Das ist jetzt mit hier dazugekommen, denke ich mal. Kann jetzt so aber... Können wir hier noch welche kaufen? Ne, da haben wir 5er. Okay. Falls noch mal... Aber wir können jetzt hier große Titanitscherben unendlich kaufen. Ja, und dann hat sie jetzt hier auch noch Funkeltitanit, können wir 3-mal kaufen. Und hier hätten wir noch mal Titanitschuppe. Könnten wir auch ab sofort... Aber auch nur 3, ne? Aber die kosten ja 16.000 eine. Das ist schon. Schade, dass sie keine Brocken hat, weil das ist ja das, was wir als nächstes brauchen. Ja, das hatte der alles dazwischen noch. Genau. Ja, und wahrscheinlich hier noch ein paar Klamotten. Hat sie ja richtig viel drin, ne? Aber das meiste ist ja sowieso zu schwer für uns, ne? So, hat sie auch den seine Giftpfeile übernommen? Feder? Holz? Ne, sieht nicht so aus, ne? Brandpfeile, Finsternispfeile. Kaufen wir hier mal noch 11 Brandpfeile. So, jetzt habe ich keine Seelen mehr. Das war es eigentlich hier, ne? Estus, da hatte ich auch nichts mehr. Ja, okay. Ich gehe jetzt, ich werde auch die nächsten Levels, werde ich dann auch weiterhin erstmal Vitalität setzen. Ach, Moment mal, wir haben ja hier Zauber, was könnte ich denn da mitnehmen als vierten Platz? Ja, nehmen wir mal den hier vielleicht. Weil die hatte ich ausprobiert, die waren ja fast arschlos. Tja, na gut, wir nehmen mal die mit. Weil das die letzten waren, die wir ja gekriegt haben. So, jetzt habe ich euch das gezeigt. Das, was wollte ich denn jetzt noch zeigen? Ivan hatte mir übrigens auch noch 2 Tipps gegeben. Haben wir einen Knochen gekriegt? Ne, haben wir auch nicht. Okay. So, jetzt muss ich mal nachdenken. Ja, hier auf jeden Fall. Hohenpriester von der Seite. Da war noch was. Genau. Wir rennen jetzt mal zu die beiden Monsterviecher da, die, na, ich denke mal, das sind dieselben, also ich habe Ivan gefragt, das sind dieselben, wie auf der Brücke der Ene war. Der einen ja ziemlich schnell töten konnte, aber durch diese unsichtbare Wand konnte ich ihn ja 2-mal auf die Schnauze hauen. Und dann war er ja gestankt und ja, dann war er ziemlich leicht zu erledigen, ne? Das sind ja, aber ich glaube da unten... Na gut, gehen wir mal hin da. Weil da hat man ja noch gesehen, dass da hinten in der Ecke noch so ein Dicker gesessen hat.
Ja, und sorry nochmal, dass ich das andere da mit der In-Hexe da. Das war übrigens wieder so eine dicke Hexe, die wieder so schwarze Magie abschießt. Die könnte aber schön von oben, konnte ich die schön mit Zauber erledigen. Also war kein Problem. Erst hatte ich ja überlegt, die Riesen hier zu machen immer wieder, ne? Aber dann hätte ich natürlich immer wieder die oben die ganzen Feuerfuzzis da. Und da hatte ich echt keine Lust drauf. So, ja, seelenmäßig habe ich ja eh nichts. So, die versuche ich natürlich im Nahkampf. Weil die Viecher viel zu schnell sind. So, ich gucke hier nochmal. Das eine Item hier vorne könnte ich mir schon krallen. Da hinten liegt noch eins. Und dann war ja da hinten in der Ecke. Ach, geh mal runter. Geh mal runter. Ach du Scheiße, da ist ja noch so ein Vieh. Und da hinten in der Ecke sitzt irgendeiner. Oh je, das ging schnell. Ah, gut, der andere ist, glaube ich, auch aufgewacht, ne? Okay. Wir versuchen es nochmal. Und falls ihr jetzt gerade was gehört habt, das war mein Kater, der spielt wieder verrückt. Hat seine 5 Minuten, glaube ich. Jetzt hat er mich ganz doof angeguckt. Ignoriert die Hintergrundgeräusche, der spielt gerade mit irgendwas und tut sich dabei am Sessel ran hochkrallen. Da der Sessel aus Leder ist, hört man das. Ja, und ich meckere da nicht, weil der Sessel ist eh schon versaut. Den hat der Kater sich gleich von Anfang an, wo er 3 Monate war, erobert. So, dann mal sehen. Also ich denke mal, Zauber wird bei denen nichts nützen, weil die viel zu schnell sind. Ne? Ich will eigentlich nur den einen hier erstmal. Ich versteck mich erstmal hier hinter. Aua! Wenn ich mal treffen könnte. Ah, sein Beißen. Ja, jetzt kommt der andere auch noch. Na prima. Wie soll ich die denn beide? Aber seht ihr? Ja. Ich hoffe mal, dass die einmalig sind. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn ich beide auf einmal geschafft hätte. Das hätte dann ich nicht mal geglaubt. Habt ihr gesehen, den einen habe ich geschafft, wieder so zu stängen. Also, dass er so starre, ne? Und den anderen schaffe ich auch. Nur zwei, weil der eine kam ja dann angestürmt, gebissen und ja, die haben Fressattacke oder so, haben die als Fähigkeit, denke ich, denke mal, das ist eine Art Fähigkeit.
Hier kurz Pause. Oh, wenn die Ausdauer wieder voll ist. Die Riesen, ja, die haben gut, die haben zwar auch gut Seelen gegeben, aber durch die Feuerkunde da oben. Warte mal, lag da was? Habe ich da jetzt gerade was gesehen? Nee, es hat gespiegelt. Okay, könnt ihr weitermachen. Und wehe, da sind jetzt wieder beide da. Der eine war auf jeden Fall tot. Ist aber auch ein langer Weg nach unten. So, ja, der eine ist tot. Okay, da haben wir schon mal eine Sorge weniger. Der hat gar keine Seelen gegeben, der eine? Da bin ich aber jetzt erstaunt. Weil normalerweise... Gehen wir uns mal das Item da hinten holen. Ja, und wenn, dann sollten wir die... abgründiger Edelstein... Oder das Spiel hat Macke gehabt. Ich sollte ihn aber bekämpfen hier an den Säulen. Hier an den Säulen. Ja, ja. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Au, nein. Nein, nein, nicht beißen. Ah, das war blöd, dass ich mich direkt in sein Maul reingerollt habe. Na gut, das war jetzt scheiße. Egal. Gleich wieder hin. Dark Souls, das kann passieren. Man kann hier auch 20 Mal danach, hintereinander sterben. Ich meine, gut, 20 Mal würde ich jetzt nicht bei einem Gegner, dann würde ich versuchen, irgendwie Hilfe mitzunehmen. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier eine Glut nehmen würde, würden hier auf jeden Fall Leute stehen. Aber die will ich alleine schaffen. Ich nehme ja schon immer welche bei Bosse mit, das reicht. Ja, werde ich auch in Analondo. Da werde ich erst das Gebiet säubern. Ist ganz schön laut hier, wenn die schießen. Da werde ich erst das Gebiet säubern komplett und dann werde ich mir eine Glut geben. Und gucke ich mal, ob ich da irgendjemand mitnehmen kann. Vielleicht auch ein NPC vom Spiel her wieder. Weil mir Ivan schon gesagt hat, dass der Boss ganz schön übelst ist. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. Yeah! Schwein. Ah, seht ihr, ich habe 12.000 Seelen. Oder ich habe jetzt... Und ich krieg den Ring der Gunst. Gucken wir uns gleich mal an. Und Leuchtfeuer ist hier auch auf einmal. Ring der Gunst. Ja... Ring der Gunst, Ring der Gunst. Ja, wie sah der nochmal aus? Hier, Ring der Gunst. Erhöht TP, Ausdauer und maximale Belastung. Also die Belastung geht richtig gut runter. Gut, mein Dings geht jetzt auch. Moment, ich mach mal so. Auf 392 und jetzt ist es auf 4, ja gut.
64, das sind ja fast 30 Schaden mehr. Aber na, hier geht alle Werte gehen hier hoch. Den muss man einfach ausrüsten. Ein Ring, der die Gunst der Göttin Fina, der schicksalhaften Schönheit, der Legenden symbolisiert. Getreu der launischen Natur Finas erhöht der Ring TP, Ausdauer und maximale Ausrüstungslast des Trägers. Ja, das ist jetzt ein Ring, der muss einfach drin bleiben. Ja. So, und wenn wir ja den nächsten noch einen Brocken finden, glaube ich, können wir das Schwert ja sowieso nochmal aufwerten, ne? Ja, sonst gibt es hier nichts. Na schön, haben wir das auch hinter uns? So, wer bist du denn hier? Oh, der sieht aber nicht mehr gut aus. Okay, hier können wir wieder ein Eid leisten. Na, warum nicht? Und es gibt Aldrichs Getreue. Und eine Trophäe gab es auch. So, menschlicher Abschaum darbieten. Haben wir 4 Stück. Ja, warum nicht? Was soll ich damit? Ich glaube, es passiert sowieso, würde sowieso nur was passieren, wenn man 10 Stück oder so dargebietet hat. Also darbieten tut. Bei fast allen einen, ne? So, jetzt haben wir hier auch noch ein Leuchtfeuer. Ich wüsste zwar nicht, warum man hier nochmal herkommen sollte. So. Was wollte ich jetzt machen? Ja, überlegen. Analondo. Wasservorrat heißt hier die Gegend. Und jetzt will ich natürlich noch 2 Hinweisen nachgehen. Obwohl bei dem einen Hinweis könnte es sein, dass das nicht wird. Weil ja unsere Zauberverkäuferin, die erste, sich ja abgewandt hat von uns. Die, die das Spiel kennen, werden jetzt wahrscheinlich wissen, was ich meine. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, wir müssen erstmal runterdrehen. Hier, wenn wir nach oben gedreht... Ja, da unten war ich ja schon mal. So. Ja, dann gehe ich erstmal runter. Da sollte nämlich dann, wie gesagt, es könnte aber sein, dass es jetzt hier nicht geht. Eigentlich sollte dann die Statue weg sein. Ne, bei mir ist sie noch da. Naja, das hat wohl irgendwas mit einer Hochzeit zu tun und keine Ahnung. Die müsste dann weg sein, normalerweise. Aber ich habe es wohl vergeigt, weil die eine Zauberin... nee, Quatsch, ich hab's vergeigt, weil ich, die Statue da getötet habe, also der als Chamäleon, ne, sich verwandelt hat, eine Statue, wisst ihr noch, da in der Ecke, und da habe ich doch den Zauber Chamäleon gekriegt, den hätte ich nicht töten sollen, und deswegen hat sie auch die Zauberin von, die Zauberverkäuferin von uns abgewandt. So, na gut, dann ist das, kann ich das nicht mehr machen. So, und hier habe ich mich ja gefragt, wie komme ich da rüber? So, und ich, ich hoffe mal, er hat jetzt hier nicht Scheiße erzählt. Ansonsten falle ich jetzt hier gleich runter. Ne, es stimmt, wir können hier... Wir können hier drauf laufen, tatsächlich. Tatsächlich, man kommt da einfach so rüber, unsichtbarer Weg. So.
So, schauen uns natürlich hier noch um. Hier sitzt nämlich jemand. Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Ah, wir können hier auch noch mal, na klar, machen wir das. Also so, so eine hübsche Frau können wir nicht widerstehen. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Aha, Klinge der Finstermonds. Ja, Trophäe gab's auch wieder. So, kniet. Oh, good blade of the Dark Moon. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Beweis der Eintracht darbieten. Haben wir sowas schon? Einmal. Ja gut, hier, bitte. So, den Eid jetzt noch tiefer ergeben. Jetzt sprechen wir nochmal mit Long ihr. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Okay. May I pose thee a question? Ja, klar. This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Ich kann fliegen. Nein, ich kann nicht fliegen. Ja doch, ich kann fliegen. Oh my. I imagined it might be so. Then thou art a dragon? Or perhaps a crow? Well, whatever thou beest, thou art wondrous strange, yet strangely familiar, visitor. Long ago. Ah, jetzt wiederholst du sich. Oh, so soon. May the Dark Moon watch over thee. Ja. Und ich bin natürlich ein Drache und bin auch keine Krähe. Wenn dann schon ein Drache. So, ja, hier kann man auch noch rein. Wahrscheinlich runterspringen irgendwo hin. Ich kann mir auch schon bei Ihnen vorstellen, wo wir da hinkommen. Und hier gab es ja auch einige Items, ne? Aha, da unten. Ja, die Frage ist, kriege ich da Schaden oder kriege ich da keinen Schaden? Ne, noch nicht. So, da haben wir das erste Item. Oh, wunderbar. Gemäldehüterschwert. Sehr schön. So. Als nächstes haben wir da.
Ha. Und wir kriegen ein Gemäldehüter-Set. Ja, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Also ich kann jetzt nichts erkennen. Nur hier erstmal hin. Ja, wieso ist der denn da gestorben? So, hier hin. Uiuiui, jetzt wird's ein bisschen. Jetzt können wir auf den Balken nur. Hierauf. Ja, gab's da nur die zwei Items. So. Hierauf. Ja, dann hierauf. Ja, man hat nicht ein einziges Mal Schaden gekriegt. Ich meine, ich habe ja noch den Zauber dabei. Aber super. Ach ja, das ist der Raum. Erinnert euch. Genau, und hier unten ist ja gleich ein Leuchtfeuer. Okay, dann haben wir das. Ja, und hier meine ich. Wo hier in der Ecke stand, angreifen. Da habe ich doch hier in der Ecke so eine Statue und die hat sich dann zurückverwandelt und dann war sie ja schon tot und da habe ich ja den Zauber gekriegt, Chamäleon. Das hätte ich nicht machen dürfen. Aber na gut, jetzt zu spät. So, ja, hier ist Gefängnisturm, genau. So, Anna Londo. Das Schwert, denke ich mal, wird jetzt wenn ich jetzt wüsste, ein Schwert war das. So, das war es nicht. Das auch nicht. Hier. Gemälde. Ja, bräuchte 19 Geschicklichkeit. Ja, wäre glaube ich nichts für mich. Das sieht ja auch wieder eher aus wie so ein. Das ist glaube ich dieser Art Säbel, den die einen Gegner auch hatten. Mit denen die so umhergefuchtelt haben. Oh, erstmal hinsetzen. So. Jetzt heißt es wieder, nein, den mal hochholen. Ich glaube, hier werde ich wieder meinen Trick anwenden. Aber eigentlich könnte ich das auch schnell alleine machen. Der Part ist eigentlich wieder lang genug schon. Ich würde dann hier quasi die Gegner alle erstmal wegmachen und in der Kirche, also hier in dem, ja, in der, ist das eigentlich auch eine Kirche? Ja, ich saß einfach mal, oder Kathedrale, die ganzen Feuertypen da und die Schleimdinger, die haben wir alles schon gesehen, wir haben es ja schon einmal gemacht gehabt. Ja, das wäre sonst jetzt für euch zu langweilig. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 3, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.